Hallo, da bin ich zu dem geplanten Live, was ich jetzt relativ kurzfristig ja vorhin veröffentlicht habe. Ganz kurz vorab für euch zur Info. Ich hatte ja mal angefangen mit der Videoserie Was tun, wenn? Das sollen kurze Videos sein, in denen ich auf die typischen Schwierigkeiten eingehe, die ihr mit euren Hunden im Alltag einfach habt. Videos, bei denen ihr direkt Tipps bekommt, wie ihr schnell ins Umsetzen kommt, dass ihr schnell rausfindet, woran kann es vielleicht liegen. Hallo Verena. Und genau, schnell Tipps bekommt und dann auch schnell ins Umsetzen kommen könnt, damit sich die Probleme nicht weiter manifestieren bei eurem Hund. Thema von heute ist, was tun, wenn der Hund bellt, wenn er allein zu Hause ist. Bellen zu Hause ist ein Thema, das ist gar nicht so selten. Bellen, zerstören, in die Wohnung machen, ne, dass die Hunde unsauber werden, solche Themen. Ganz, ganz oft entsteht sowas tatsächlich aufgrund von Trennungsstress. Trennungsstress ist ein weit verbreitetes Thema, ein weit verbreitetes Problem bei Hunden. Hallo Anne. Oh, Anne, du bist immer da zur Zeit. Das ist so cool. Ich freue mich total. Trennungsstress, das Thema hast du ja auch durchlebt mit deinem Hund und das über einen sehr aufwendigen Trainingsweg, der sich ja aber Gott sei Dank am Ende ausgezahlt hat. Trennungsstress ist ein weit verbreitetes Problem. Viele unserer Hunde zeigen Trennungsstress. Das ist auch eigentlich relativ logisch. Wir sind alle sehr bemüht, eine sichere Bindung zu unserem Hund aufzubauen. Also wir versuchen alle immer wieder bindungsfördernde Übungen mit unseren Hunden zu machen. Wir sind nett zu denen. Der Umgang mit Hunden wird immer, immer freundlicher. Und ich denke, das ist eine Bewegung, die durchaus auch nicht unbedingt aufzuhalten ist. Gott sei Dank. Ja, also die Trainingstechniken werden immer ausgefeilter. Wir lernen immer mehr auch über die Hirne unserer Hunde kennen, also über das Lernverhalten und so weiter. Und das, was mit Bindung einfach Hand in Hand geht, ist Trennungsstress. Bindung und Trennungsstress können wir nicht voneinander entkoppeln, leider. Je enger eine Bindung ist zwischen zwei Individuen, desto schneller entsteht Trennungsstress. So, wenn ihr jetzt natürlich super nett zu euren Hunden seid und die immer unterstützt und viel mit Belohnungen trainiert und ihre Bedürfnisse achtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass der Hund Trennungsstress entwickeln wird. Wenn euer Hund jetzt also bellt, wenn er alleine ist, sollte das Ziel nicht sein, das Bellen abzustellen. Das Ziel sollte immer sein, den Trennungsstress abzustellen, damit die nicht an dem Symptom rumdoktort, sondern dass sie die Ursache behebt. Das ist wie, doofer Vergleich vielleicht, aber wie bei eurem Auto. Wenn irgendwie was kaputt geht, ja, und man fängt an, da mit dem Symptom rumzudoktern und da, oder bei meinem Fahrrad war das so, da, es hatte immer einen Platten. Dann habe ich halt immer erstmal wieder aufgepumpt. So, das war das erste Symptom irgendwie beheben. Logischerweise war das Rad aber immer wieder platt. So, dann habe ich irgendwann das Ventil ausgetauscht. Das Rad war aber immer noch ständig platt. Immer so weiter und so weiter und so weiter, bis ich irgendwann die Ursache rausgefunden habe, warum dieses Rad immer platt war. Und das lag daran, dass mein Rad eine Acht hatte und mir einfach alle Schläuche geschreddert hat. Ja? Und so ähnlich könnt ihr euch das vorstellen beim Training mit euren Hunden. Wenn ihr nur versucht, die Symptome irgendwie zu bearbeiten, werdet ihr nicht ans Ziel kommen. Ganz wichtig, und Teams, die mit mir bereits trainieren, wissen das auch, dass ich immer wieder darauf poche. Jedes Verhalten hat eine Funktion. Und wenn wir die Funktion des Verhaltens verstehen, dann können wir nachhaltig dran arbeiten. Wenn wir die Funktion nicht rausfinden oder gar nicht rausfinden wollen, werden wir ewig rumdoktern müssen. Und die Schwierigkeiten, die entstehen oder die man dann vielleicht abstellt, kommen an anderer Stelle wieder raus. Also unterdrücken wir das Bellen jetzt zum Beispiel, das ist keine Empfehlung von mir, ja, aber zum Beispiel über ein Sprühhalsband. Das habe ich auch schon mal erlebt bei Kunden. Dann hat der Hund immer gebellt, es gab Ärger mit den Nachbarn und dann wurde erstmal ein Sprühhalsband drauf gemacht, damit der nicht mehr bellt. So, dann war das Symptom Bellen zwar weg, aber dann war der total ängstlich, der wurde geräuschängstlich, der fing an draußen Menschen anzubellen und zu attackieren, alles solche Sachen. Ja, also solange wie wir die Ursache nicht beheben, wird sich die Ursache immer wieder in Verhalten äußern und dann verschieben wir das Problem einfach nur. Das erlebe ich immer wieder. Das heißt, das haben wir jetzt weg, aber dafür haben wir jetzt zwei neue Baustellen. Und wenn sowas passiert, ist das ganz oft der Fall, dass die Ursache des Verhaltens nicht behoben wurde. Wenn ihr das Bellen eurer Hunde, wenn ihr Trennungsstress als die Ursache für das Bellen rausgefunden habt, ist es total sinnvoll, dort tatsächlich über ein Entspannungstraining zu gehen. Die Ursache ist Trennungsstress, also fügen wir Entspannung hinzu,
um die Waagschale wieder auszugleichen. Ich habe schon einen Blogartikel mal zu dem Thema geschrieben. Wenn ihr auf meinen Blog geht, da gibt es einen Artikel, der heißt Trennungsstress versus Entspannung. Da bin ich auf das Thema nochmal deutlich näher eingegangen. Ich packe euch nachher auch nochmal einen Link unter das Video, dann findet ihr den einfach schneller. Über ein gezieltes Entspannungstraining können wir das schaffen, dass der Hund die Trennungen nicht mehr als stressend empfindet. Ich weiß, dass wir uns alle immer extrem freuen, wenn wir nach Hause kommen und die Hunde quietschend zur Tür laufen und sich auch freuen, uns zu sehen. Unser Ziel sollte tatsächlich aber das sein, dass unsere Hunde, wenn wir nach Hause kommen, im Bettchen liegen, vielleicht ihr Auge so öffnen und gucken, alles klar, Mutti ist wieder da und dann weiter schlafen. Wenn die das machen, wissen wir, dass sie keinen Stress hatten. Dann wissen wir, hey, die sind so entspannt, die freuen sich schon, dass wir wieder da sind, aber die sind jetzt auch nicht mega aus dem Häuschen, also hatten sie anscheinend davor keinen Stress. Auch dieses mega aus dem Häuschen sein, wenn wir nach Hause kommen, kann ein Symptom für Trennungsstress sein. Da echt drauf achten. Habt ihr Fragen zu dem Thema? Ein paar gucken ja live zu, das freut mich total, dass ihr das um diese Uhrzeit schafft, das ist total cool. Monika, gerne den Link schicken, das mache ich auf jeden Fall. Den packe ich euch dann gleich nach dem Live direkt unter das Video. Dann könnt ihr da reingucken. Ja, also habt immer im Kopf, hinter jedem Verhalten steckt eine Funktion. Findet die Funktion des Verhaltens raus und arbeitet daran. Also wenn die Funktion Stress ist, also wenn die Ursache Stress ist, dann am Stress arbeiten, dass der Stress langsam runterfährt. Was natürlich auch sein kann bei Bellen, wenn die Hunde alleine sind, ist, wenn Leute im Haus vorlaufen oder so, wenn die Hunde Wachverhalten zeigen. Das machen sie dann aber meistens ja auch, wenn die Leute da sind. Also dann zeigen die Hunde das Verhalten ja immer, nicht nur dann, wenn sie alleine sind. Das heißt, da müsste man daran arbeiten. Warum bewacht der Hund und wie bekommt man das tatsächlich weg? Also wie kann man auch da wieder letzten Endes Entspannung mit dem Hund trainieren, wenn draußen irgendwas im Hausflur unterwegs ist, dass der Hund sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt? Supi, ihr Lieben. Dann verabschiede ich mich einfach wieder. Ich hoffe, ich konnte kurz und knapp erklären, woran das liegen kann und euch auch direkt ein paar Hilfsmittel oder ein paar Lösungsstrategien an die Hand geben. Ich packe den Blogbeitrag gleich noch unten drunter, den Artikel, wie ihr das Ganze tatsächlich trainieren könnt und zielführend trainieren könnt. Hallo Marci, du bist dabei, ich bin gleich wieder raus, aber ihr könnt euch ja die Aufzeichnung noch angucken. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Trainieren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten drunter, dann gehe ich super gern nochmal drauf ein, weil Trennungsstress ist tatsächlich ein doofes Thema, was viele Hunde beschäftigt und was die allgemeine Lebensqualität enorm senken kann, wenn wir uns vorstellen, dass viele Hunde jeden Tag 6 bis 8 Stunden ja teilweise sogar alleine bleiben müssen. Okay, die Monika schreibt gerade, das ist natürlich spannend. Monika schreibt, da ist es. Mein Hund wacht die ganze Zeit, wenn ich weg bin und ist gestresst, wenn ich zurückkomme. Ja, Monika, auf jeden Fall unbedingt A, am Trennungsstress arbeiten und B, wenn der auch wacht, wenn du zu Hause bist, dann auch daran arbeiten. Das Wachen kann halt auch davon kommen, dass der vielleicht denkt, du kommst wieder und dass der dadurch dann schon so ausflippt. Da müsste man tatsächlich mal gucken. Gut, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Trainieren. Ich hoffe, ich sehe euch nächste Woche wieder. Nächste Woche geht es nochmal um Geräuschangst. Wurde sich heute von einigen gewünscht. Da können wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Und wenn ihr live dabei seid, immer dran denken, könnt ihr hier noch sofort Fragen stellen. In der Aufzeichnung geht das aber natürlich auch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag und wir sehen uns demnächst. Bis bald!